Basketball würde ich wahrscheinlich zu Hause sitzen. Die ganze Zeit nur Fernsehen gucken oder so. Nichts machen. Mit Basketball habe ich sehr viele Freunde gekriegt, sehr viele kennengelernt. Ich bin der Ralf Anou, komme aus Benin, das liegt in Westafrika. Bin 14 Jahre alt und bin in Weißenfels aufgewachsen. Ja, wir sind hier in der MBC Umkleidekabine. Das ist irgendwie so ein bisschen Heiligtum. So. Mit 8 habe ich erst so aus Spaß so Basketball gespielt. Und dann hat es mir eben so sehr gefallen, dass ich eben auch Profi werden wollte. JBBL ist die Jugendbasketball-Bundesliga. Ja, ich mache das meine erste Saison. Also besser gesagt, ich bin so ein Rookie, der die Taschen schleppen darf. Es hat sich gezeigt, dass er ein unfassbares Talent besitzt und ist jetzt auf dem besten Weg, eben einer mal der großen Spieler zu werden. Und vielleicht spielt er irgendwann für uns. Er hat natürlich größere Ziele auch, das ist auch gut so. Mal gucken, vielleicht, also auf jeden Fall NBA und vielleicht Cleveland Cavaliers oder so. Ja, bei den ganz großen Teams so. Nicht so wie Philadelphia 76ers, die Luschen. Geh mal vor, poste mich auf, bin so ein Shaquille O'Neal und stopf den einfach so rein. Meine Spielweise ist Shooting Guard und Small Forward. Ich bin so ein Außenspieler, der Dreier schießt oder attackiert und freie Mitspieler sieht und Pässe spielt. Du bist eben schwarz. Manchmal pöbeln mich auch welche auf der Straße an. Auf dem Spielfeld merkt man das auch manchmal, aber jetzt nicht so oft. Das ist irgendwie nicht so cool, weil du hast hier zum Beispiel Vorbilder, die sind jetzt auch schwarz und du würdest ja auch nicht anpöbeln oder so. Basketball ist aus der Historie heraus ein internationaler Sport. Und auch unsere Mannschaft ist gespickt mit internationalen Stars, ohne die wir gar nicht bestehen könnten in der Bundesliga. Wenn man so auf dem Spielfeld ist und angepöbelt wird, ist man schon so richtig sauer und würde ihnen gerne eine reinhauen und so. Aber das kann man eben so machen, du spielst einfach Basketball und machst ihn einfach fertig. Und da hast du irgendwie den Frust irgendwie raus und so. Und dann